Hallo Leute, ich bin's Thilo und ich habe heute nochmal was aus Dänemark für euch. Wie ihr seht, bin ich zurück im heimischen Wald. Für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, ich war 2 Wochen im Urlaub, ganz normal, in Dänemark. Und habe dort auch ein kleines Video für euch gedreht. Und zwar, natürlich ging es um einen dänischen Whisky, und zwar um Stauning. Und ja, wer das so auf Instagram verfolgt hat, hat gesehen, ich war in der Brennerei und dann habe ich am Strand ein Video für euch gedreht. Und das scheint auch Mike von Kirschimport gesehen zu haben, denn als ich nach Hause kam, hatte ich eine kleine Überraschung im Briefkasten, und zwar hat mich eine Flasche Stauning erreicht. Danke an der Stelle, es hat mich sehr, sehr überrascht und sehr, sehr gefreut. Das fand ich mega, mega cool, dass ihr das gesehen habt und euch dann gedacht habt, Mensch, überraschen wir Lou doch mit einer Flasche. Finde ich super, super klasse. Und den will ich natürlich direkt heute für euch probieren, gleich im Anschluss an den vorherigen Stauning. Und zwar ist das der Stauning El Clasico. Es ist ein Rye Whisky aus der Research Series, also sozusagen nicht das Standardrepertoire, sondern so ein bisschen experimentell. Da haben sie unter anderem auch ihren Spirit rausgebracht, fand ich sehr, sehr cool übrigens. Und genau. Hier haben wir einen Rye Whisky aus einem spanischen Vermut oder Vermouth. Vermut? Vermut. Also ich kann es als Vermut, aus einem Vermutfass. Genau, wir haben hier, steht hinten drauf, ne? Lese ich euch einmal vor. Wir haben Local Rye, Local Barley, Local Water, Floor Malted, Direct Fired Pot Stills, Double Distilled, Double Matured, Bottled On-Site, Terroir Product. Also das bedeutet, dass dieser Whisky komplett mit allem aus der Region stammenden in Dänemark gefertigt wurde. Die Brennerei ist übrigens auch super, super schön. Also wenn ihr mal in die Ecke kommt, auf jeden Fall einen Besuch wert. Sehr moderne Anlage, alles verglast. Man kann Führungen machen, man kann von außen aber auch super reingucken und mal einen Blick erhaschen, wenn man jetzt keine Tour macht. Und wer in der Gegend übernachten möchte, ich kann euch ein super, super süßes Airbnb empfehlen. Sehr romantisch, direkt in den Dünen, in so einem Landhausstil gehalten. Wunderschönes Airbnb. Genau, und die Brennerei, wie gesagt, auch sehr, sehr lohnenswert im Besuch. Ich finde das Artwork jedes Mal total cool, was vorne auf den Flaschen ist. Das ist bei der Research Series jedes Mal anders. Bin mir nicht genau sicher, wie viele es davon gibt, deswegen blende ich euch die hier einmal ein. Da kann ich nachher dann nochmal im Internet recherchieren. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall den Spirit gab, noch einen und den hier. Das ist Batch Nummer 2, also der zweite aus der Research Series, ist dieses Jahr abgefüllt worden, enthält Malted Rye, also Roggen, Malted Barley, gemalzte Gerste, Stauning Water, Hefe und Fire, wie hier steht. Hat gelegen in wahrscheinlich Ex-Bourbon Casks und dann eben diesem spanischen Wermutfass. Hat 45,7%, steht jetzt nicht drauf, ob er gefärbt oder kühl gefiltert ist, hat aber eine schöne Farbe und es schwimmt auch einiges an Krümelchen drin rum, also ich vermute, dass er nicht kühl gefiltert ist. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, manchmal, wenn man die Pakete kriegt, sind die ja ziemlich kalt, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob er trüb war. Ein paar Mal hatte ich das tatsächlich schon, dass es so kalt draußen war und die Pakete eben so lange im Postauto standen, dass der Whisky dann trüb ankam, was ja aber kein Problem ist, denn wir wissen ja dann, es war nicht kühl gefiltert. So, habe ich noch nicht aufgemacht, öffne ich jetzt direkt für euch hier in der Sonne. Ist natürlich nicht ganz so eine krasse Location wie beim letzten Mal, aber ich hoffe, es tut trotzdem Genüge. Abgefriemelt. Gleich mal einpacken, damit es nicht verloren geht.
Pause. Ich muss sagen, ich habe verschiedene Whiskys dort probiert in der Destillerie. Unter anderem auch den normalen Single Malt und den Peated Single Malt und eben den Chaos, der sozusagen gemischt ist und Rye Whisky drin hat. Und der hat mir tatsächlich am allerbesten geschmeckt, was mich sehr überrascht hat, weil normalerweise bin ich immer so, oh ja, no Single Malt, bitte kein Rye und tututu. Muss ich auch noch an meiner Toleranz ein bisschen üben, ne? Ich weiß, es gibt tollen Roggenwhisky, aber ich denke mir immer so, ja, ich habe noch so viel tollen Single Malt, den ich probieren muss. Kriege ich das jetzt festgehalten? Aber ich bin froh, dass ich immer mehr auf die Pfade des Rye und Blend und sonst was geführt werde. Mehr oder minder freiwillig. So. Im ersten Moment kriege ich den hier irgendwie abgestellt, sodass ihr den seht. Nee, ne? Ich sitze hier so ein bisschen den Hang abwärts. Ich mir nicht so die Stelle ausgesucht. Kann ich ihn hier hinstellen? Dann seht ihr nur die Spitze. Dann lege ich ihn zu meinen Füßen. Dann kann ich ihn sehen. So, in der ersten Nase dachte ich mir so, boah, der passt voll gut hier rein. Weil ich ja so ein bisschen in einem, gut, ich sitze in einem Mischwald, aber unter anderem sitze ich unter einer Kiefer. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich verwechsel immer Kiefer und Pini, aber ich vermute, es ist eine Kiefer, weil ich nämlich sagen würde, dass es eine Pini ist. Demnach müsste es eine Kiefer sein. Ich sitze hier so also quasi von Nadeln und Kienäppeln umringt. Wie nennt ihr die Dinger eigentlich? Bei uns heißen die Kienäppel. Heißen die bei euch auch Kienäppel? Diese Fruchtsamengehäuse. Auf jeden Fall sitze ich hier so unten drunter und das erste, was ich so, was mir in den Kopf schoss, war so Nadelwald. So dieser ganz typische Geruch von frisch geschnittener Tanne oder so. So wie wenn du deinen Weihnachtsbaum holen gehst. Das hatte ich so als allererstes in der Nase. Und dann hatte der aber auch im zweiten Gedanken so was Süßes und was sehr, also was Weiniges und was Herbes, Bitteres. Und dann musste ich an das Wermutfass denken, weil Wermut, also er hat mich so an diesen Cinzano erinnert. Wermut ist ja tatsächlich auch ein Wein, kommt ursprünglich aus Frankreich, glaube ich. Gibt es auch viel in Spanien und zum Beispiel auch Cinzano ist ein italienischer Wermut und ist ein aufgespritteter Wein, sozusagen ein bisschen kräftiger gemacht, hat so 14,5-21% Alkoholgehalt und wird mit Gewürzen und Kräutern versetzt, um einen anderen Geschmack nochmal zu erzeugen. Unter anderem eben mit diesem Wermutkraut, was den Namen verursacht und was eben diesen typisch bitteren Geschmack hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Wermut getrunken habt, wahrscheinlich mehr als ich. Ist tatsächlich nicht ganz mein Fall. Viele trinken es als Aperitif, trinken es gerne. Ich bin nicht so der Fan davon. Mich erinnert es immer ein bisschen an Lakritze. War so der zweite Gedanke und würde ja auch passen, weil der Gute hat ja im spanischen Wermutfass gelegen. Also das hatte ich jetzt in der Nase sehr deutlich drin. Es ist immer so, es schwankt immer so zwischen Nadelwald und Wermut und Nadelwald und Wermut. Würde aber auch von der Süße her passen, weil es jetzt eher weniger fruchtig ist, meiner Meinung nach. Vielleicht so ein bisschen in Richtung Aprikose oder sowas. Hell bis leicht dunkel, rote Früchte. Aber so genau würde ich mich da jetzt nicht drauf festnageln. Ne? Ich sage gefühlt bei jedem Whisky Aprikose. Und er ist erst süß, dann kommt diese Bitternote hinterher und dann beißt so ein kleines bisschen der Alkohol in die Nase.
Und ich rieche tatsächlich nichts anderes. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so blockiert im Kopf bin und deswegen nur noch den Wermut vor mir habe. Slange. Sehr interessant. Also, am Anfang dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte lass es nicht nach Wermut schmecken. Und dann kam auch so ein kleines bisschen dieser Wermut durch und ich dachte so, nein, 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 nein. Und dann kam irgendwie so eine ganz süße Spitze, aber nur so ganz kurz. Hat so einmal auf die Zunge gepiekst und dann war der Wermut weg, aber das Süße war auch weg. Dann kam so der Roggen durch. Ne, kam so ein bisschen an und jetzt so im Nachhinein ist der so ein bisschen wesentlich süßer, als er riecht. Fruchtig süß, ganz leicht im Mund, hat aber auch ein bisschen so ein, naja, so diesen angenehmen Lagerfeuerrauch. Ne? Nicht so diesen schweren Torfrauch, sondern so brennendes Holz hat so einen ganz angenehmen Geruch, finde ich. Und das war jetzt so ein bisschen auf meiner Zunge. Riecht aber immer noch nach Wermut. Also wer Wermut mag und einen Whisky probieren möchte, für den ist das auf jeden Fall für die Nase schon mal der Treffer. Aber ich finde ihn sehr lecker. Wie gesagt, meine Befürchtung war, dass der jetzt nur nach Wermut schmeckt. Hatte ich jetzt nicht. Vielleicht beim zweiten. Probieren mal. Aber es ist schön, weil das, also die süße Spitze hat mir jetzt gefehlt. Keine Ahnung, was mich da gepikst hat. Aber jetzt ist der anfängliche Wermutgeschmack ganz schnell in diesen Roggen übergegangen. Aber so richtig smooth und perfekt. Und so, als würdest du denken, es schmeckt nach Wermut, aber es schmeckt eigentlich nach Roggen und du merkst es in dem Moment. Es ist ganz schwer zu beschreiben, aber es passt sehr gut ineinander. Hinten raus wird er dann sehr, sehr herb und bitter, hat wieder fast so diesen Wermutcharakter und liegt sehr, sehr schwer kurz auf der Zunge. Das lockert sich dann aber so ein bisschen. Aber man hat auf jeden Fall diese bitter-herbe Note, ist auf jeden Fall mit dabei. Also jemand, der das gar nicht mag, für den könnte es ein bisschen ein heikler Whisky sein, aber wer so ein bisschen auch auf bittere Sachen steht und die mag, kann ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir den tatsächlich auch mega, mega gut in einem Cocktail vorstellen, in den ganzen bitteren Whisky-Cocktails. Es gibt ja, also man hat ja so Whisky Sour und dann gibt es den, oh Gott, wie heißt der? Old School? Heißt der so? Oder Classic? Irgendwie sowas. Da gibt es so einen Whisky mit Bitter, sozusagen. Mit Bitteraromen, Bitterstoffen. Und so ein Whisky-Cocktail. Und da würde der, denke ich, super, super gut reinpassen. Hat mir übrigens auch bei der Philosophie von Stauning sehr, sehr gut gefallen. Dass sie halt der Ansicht sind, an sich ist es uns vollkommen egal, ob du den Whisky neat trinkst oder auf Eis oder im Cocktail. Unser Whisky schmeckt überall geil und du solltest ihn so trinken, wie er dir am besten gefällt. Und das fand ich sehr, sehr schön von der Philosophie her, hat mir sehr gut gefallen. Zeigt auch, dass sie sehr offen sind und eben auch sehr modern, ne? Und ja. Was haben wir hier eigentlich für ein Motiv drauf? Es scheint ein, es ist so eine Mischung aus Drache und Büffel. Hat zwei Hörner. Ist bestimmt irgendein Fabelwesen. Ich versuche das mal rauszukriegen, was für ein Fabelwesen das sein könnte.
Und links und rechts haben wir so ein, entweder ist es Wermutkraut oder es soll Heidekraut darstellen. Würde ich jetzt sagen. Vielleicht aber auch Sanddorn. Gibt es dort ganz, ganz viel Sanddorn. Ist jetzt so von der Illustration her nicht ganz so eindeutig. Aber es ist auf jeden Fall, links und rechts haben wir das Kraut und dann haben wir dieses Mensch-Drache-Büffel-Farbe-Wesen-Gemisch vorne drauf. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Ist auch schön, diese Flasche. Also ich weiß gar nicht, wie die das hier aufgebracht haben vom Etikett her. Also du hast kein klassisches Etikett drumherum. Das ist wie alles einzeln aufgeklebt. Also bestimmt auch mit einer Folie draufgezogen, aber halt... Ja, nicht so ein rund drumherum laufendes Etikett, sondern es hat schon was. Also die sind schon echt schick, die Flaschen, ne? Auch der andere Stauning sieht mega schick aus. Der Chaos mit diesem Schwarz komplett und dann unten so ein Stück offen. Also das ist schon immer super, super schön anzusehen, wie auch einfach so in die Verpackung von dem Getränk so viel Arbeit gesteckt wird und auch... Geld investiert wird, dass es hochwertig und edel aussieht. Selbst bei einem 20-30 Euro Whisky. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel der hier kostet. Das recherchiere ich mal ganz kurz, damit ich euch auch eine Preis-Leistungs-Bewertung abgeben kann. Und zwar suchen wir Stauning Experimental. Stauning. Da. Für Preis bitte anmelden. Nicht gefärbt. Das ist schon mal gut. Ich kann den Preis nicht sehen. Ist mal wieder professionell. As always. Batch 2. Ha! Aber das sind Schweizer Franken. Och, Leute, ihr macht mich wahnsinnig. 75 Euro. Also, wir können davon ausgehen, so zwischen 60 bis 70 Euro kostet das gute Stück. Was finde ich ganz okay ist. Ne? Also es ist eine junge Destillerie, das darf man immer nicht vergessen. Es ist so eine Experimentalserie, davon gibt es meistens nicht viele Flaschen. Er wird jetzt nicht sonderlich alt sein, vermute ich. Schätzungsweise zwischen 3 bis 5 Jahre vielleicht. Ist wie gesagt Rye mit dabei. Es ist immer schwierig zu beurteilen, ob das jetzt teuer ist oder nicht, gerade momentan, weil eben die Preise immer mehr steigen. Als verwöhnter Deutscher würde ich sagen, boah, ganz schön happig. Jetzt so im Kontext gesehen, damit, dass es dann doch eher was Besonderes ist und dass der Standard, sage ich mal, auch schon um die 50 Euro kostet, ist es ein realistischer Preis. Ne? Es ist jetzt nicht der cheapest Whisky in the world, den man einfach so blind aussaufen sollte. Aber mit welchem Whisky sollte man das schon? Ne? Er ist nicht der billigste, aber auch nicht übermäßig teuer, finde ich. Für den Geschmack muss ich jetzt natürlich noch einmal, also für die Leistung muss ich jetzt einfach nochmal probieren. Oh, jetzt wo die Sonne weg ist, ist es echt kalt hier. Ich habe mir eine blöde Ecke heute ausgesucht. Interessant, jetzt war der Wermut hinten raus. Da hatte ich am Anfang den Roggen. Und jetzt hinten raus. Und ich merke ja ein bisschen wie Wermut. Also ich kenne auf jeden Fall ein, zwei Freunde meiner Eltern, die diesen Whisky ziemlich feiern würden. Denen das bestimmt sehr, sehr gut schmeckt. Ja, aber er ist nicht schlecht. Also dafür, dass ich Wermut eigentlich nicht mag, ist er nicht schlecht. Nicht mein Favorit, aber nicht schlecht. Ja, wie fasst man das in Punkte? Ich würde sagen 6 Punkte. Ich muss mir das nach oben immer so ein bisschen offen lassen. Und ich weiß es spontan gar nicht mehr, was ich dem anderen gegeben habe. Ich glaube 7 oder so. Ich mag dieses experimentelle Ding total. Auch wenn vielleicht das nicht 100% mein Geschmack ist, den sie trifft. Aber ich finde es wunderschön, wie sie eben so offen und entspannt sind. Und einfach auch mal probieren und Sachen rausbringen, wo sie sagen, mal gucken.
Und eben auch solche Sachen wie Wermutfass, finde ich, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gelesen. Und wie gesagt, ist kein Scotch. Und das mal zu unterstützen und mal zu probieren und mal dort gewesen zu sein, ist echt, echt toll. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen, vielen Dank nochmal an Mike und an das ganze Team von Kirsch Import. Ihr überrascht mich immer wieder mit total toll ausgewählten Whiskys. Das freut mich wirklich sehr. Und wenn ihr das andere Video noch nicht gesehen habt, guckt mal in die Infobox, da packe ich euch das nochmal rein. Und dann gibt es auch eine Playlist zu dänischem Whisky, auch wenn da bis jetzt erstmal nur zwei Videos drin sind. Und schreibt mir mal, ob ihr den auch schon probiert habt oder überhaupt irgendwas von Stauning, was ihr davon haltet, dazu sagt. Oder ob ihr die totalen Wermut-Fans seid und das total gerne trinkt. Das würde mich mal sehr interessieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin. Slange.